So, Freunde, und da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von 7 Tage, 7 Köpfe. Nein, zu 7 Days to Dice an Tag 5. So, es ist immer noch Nacht, was nicht so gut ist, weil da könnten draußen besonders viele Kumpels rumlaufen. Das wollte ich nicht. Da wuselt auch schon wieder irgendwas draußen rum. Seht ihr? So, und zack, rein in die Spikes. Und tot. So, wenn wir die hier überall haben, dann brauchen wir erstmal irgendwann nur noch die Spikes reparieren. So wie hier. So, und dann kratzen die nämlich alleine ab. Da brauchen wir gar nichts für tun. Das ist quasi eine kleine Hilfe. So, aber um das vollkommen zu gewährleisten, müssen wir davon auf jeden Fall noch ein paar bauen. Dafür werden wir jetzt mal die Nacht noch nutzen. Und wenn es hell wird, gehe ich nochmal in die Stadt und dann will ich nochmal eine Quest machen. Dass wir da auch nochmal ein bisschen vorwärts kommen. Damit wir uns vielleicht noch mit ein bisschen Glück noch eine Pistole gönnen können. Da in dem Shop, bei der alten da. Das wäre echt nicht verkehrt. Die brauchen wir auf jeden Fall. So. Die macht ja erst um 6 auf, also können wir bis um 5 oder doch bis um 5 können wir noch rumkloppen, bis wir dann dahin gelatscht sind zu der. Es ist um 6, dann ist die Bude da offen und dann können wir da gemütlich auf entspannten Basis in der Folge vielleicht noch eine Quest machen. Mal gucken, wo die uns dahin schickt. Dann haben wir mal noch mal ein bisschen was anderes auch mal. Frischen Abwechslung muss ja auch sein, nicht? So, und umso länger die Bäume stehen, umso mehr ja, Leben haben die hier auch. Ich würde gerne mal wissen, wie können wir denn diese Axt oder diese generell unsere ganzen Gegenstände, wie können wir die denn upgraden auf die höheren Level da? Das würde mich mal interessieren. Weil darauf habe ich bis jetzt doch keine Lösung gehabt bis dato. Oder ich weiß nicht wie. Aber das können wir uns ja mal angucken. Vielleicht zeigt mir das Spiel das ja noch an. So, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal die Axt reparieren hier wieder. Huch. Da. Reparieren. So, was ist jetzt? Verändern. Aber wir können nur irgendwelche Modifikationen hinzufügen. Hm. Kann mit kleinen Steinen repariert werden. Wir reparieren das ja aber immer mit Holz, glaube ich. Hm. Abschließen. Ja, schade, das nützt natürlich jetzt nicht viel. Wir bauen noch ein paar Spikes. Vielleicht können wir das Ding irgendwo auf der Werkbank irgendwann mal verbessern. So, jetzt wird es auch demnächst wieder hell. Warte mal, haben wir hier ein paar Samen bekommen? Ja. Das Ding brauchen wir erstmal nicht. Den brauchen wir auch nicht. Weil diese scheiß Chrysanthemen hier, aber ich will die nicht, geh weg. So, dann hauen wir hier erstmal ein paar Bäume hin wieder, dass die wieder wachsen können. Quatsch mir die voll hier. Pflanze den Baum. So. Schön beim Sprinten hier. Kann ja, macht ja jeder so. Beim Rennen einen Baum pflanzen. Ach, das war schon. Gut. So, dann machen wir hier noch ein paar Spikes hin, dass erstmal die Türen so ein bisschen gesichert sind. Wobei, dann können wir unseren schönen Weg hier erstmal nicht mehr benutzen. Die blöde Tonne, die baue ich mal ab. Da will ich lieber Spikes hin haben. So. So. Nein, das hat nicht funktioniert. So, was haben wir noch? 10 Stück. Dann machen wir hier noch ein paar hin.
Weil, wie gesagt, die versuchen erstmal durch die Schwachstellen am Haus durchzukommen. Sprich hier durch Fensterläden und so einen Scheiß. Da fühlen die sich dann wohl, die Kumpels. Brauche ich das hier? Oh, was haben wir hier? Kann ich das aufmachen? Nee, schade. Warte mal, können wir das? Das können wir mit diesem Schraubenschlüssel abbauen. Ich glaube, das geht schneller. Oder auch nicht. Aber guck mal, da kriegen wir ein bisschen Zeug raus, da rechts. Ja, ihr versteht, warum dieser Schraubenschlüssel so überlebenswichtig ist in diesem Spiel. Scheiße, wenn der kaputt ist. Dann kriegt ihr übelst krasse Materialien aus dem ganzen Scheiß hier raus. Was ja alles klar kaputt ist, eigentlich. Damit wir uns damit neuen Stuff craften können. So, okay, dann haben wir das hier ein bisschen gesichert schon mal. Wir müssen natürlich auch noch die Treppe hier mit. Was machen wir dann erst vor dem Blutmond? Machen wir die erst zu, die Treppe? Vorher lassen wir die natürlich noch. Macht ja sonst keinen Sinn. So, okay. Gut. Das, was wir machen. Wir bauen den mal ab. Guck mal, was da so Schönes rauskommt. Benzin, Plastikzeug, Metallzeug, irgendwelche Sprungfedern. Oh, Licht. Also Lampen. Das dauert hier zwar eine Weile, ich weiß. Aber es ist schon echt nice. Nicht genug Ausdauer. So, na los. Da ist es weg. Na, weil nämlich das ist ja auch mal wieder frei, den Platz. So. Können wir. Nee. Gut, dann ist der Schraubenschlüssel auch schon fast tot gefühlt, leider. So, wir müssen echt aufpassen, hier in die Spikes reinzuscheißern. Warte mal, bringen wir das hier noch weg, das Zeug. Und dann gehen wir mal zu der Tante. Und gucken mal, questmäßig, was wir da noch machen können. So, warte mal, das. Elektrische Teile. Die haben wir doch. Ach nee, wir hatten sowas hier, mechanische Teile. Okay, cool. Schraubfedern. Das Rohr hier für unser Gewehr. Lampe hatten wir ja auch. Putzlappen. Das muss in die andere Kiste. Hatten wir hier noch Federn gehabt? Ja. Ich muss das mal sortieren, ey. Aber das kann ich auch mal ohne euch machen. Metallschrott hier, zack. Öl war in einer anderen Kiste. Mechanische Teile. So. Der kann doch nicht schon wieder Hunger haben, Alter. Das kannst du ja keinem erzählen. Der hat sich doch erst vollgefressen gerade. Gut, wir haben jetzt hier die ganzen Bäume umgekloppt, deswegen wahrscheinlich. Das ist natürlich doof. So. Das Messer noch hier rein. Das kann weg. So, dann fress halt ein paar Kartoffeln. Bringen die ein bisschen was? Naja. Gut, dann gehen wir mal zu der Tante. Und bis wir da sind, hat die auch schon offen. Jetzt muss ich nur mal gerade überlegen, in welche Richtung wir müssen. Ich glaube, hier lang. Oder war. Warte mal, ich muss mal auf die Map. Wo ist er denn? Trader Jen. 1 Kilometer. So, zeigt er uns das jetzt hier an? Nö. Das ist unsere Hütte. Ach Mann. So, da lang müssen wir. Boah, fast welche in die Spikes gelatscht. Ist das hier richtig? Ja. So, wir müssen bei dem Bauernhof vorbei. Wie kann ich mir die denn markieren hier? Base 14 Kilometer. Nee, die. Da ist unsere Base. Die ist doch nicht für. 8 Meter, Entschuldigung. Naja, egal, okay, gut, dann.
Naja, gut. Latschen wir erstmal in die Richtung. So, ein paar Kartoffeln nehmen wir uns noch auf. Ist auch hier die falsche Richtung. So, irgendwie den Kurs müssen wir einschlagen. So, na denn, Abfahrt. Unser Zeug alles heile, jawohl. So. Freue ich mich sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht. Bin ich mal gespannt, was uns hier diesmal entgegenkommt alles. Wobei ich schon überlege, ob ich das einfach jetzt rausschneide und wir sehen uns dann bei der. Doch komm, wir schneiden das mal raus. Ich mache jetzt hier nichts Besonderes. Ich laufe da jetzt so schnell hin. Schneide es mal raus und dann sehen wir uns bei den Vordertür von der Tante da wieder. So, Freunde, und da ist er wieder. Ich bin bei der Tante. Ihr habt nicht so viel verpasst. Ich habe zwei, drei Autos gelootet auf dem Weg hierher. Da haben wir hier noch ein bisschen was gefunden. Ja, und ich habe irgendwie drei Zeitschriften gefunden, zwei irgendwas für Gewehre zum Bauen, Fertigkeitspunkte verbessert und für Nahrung. Irgendwas mit Nahrung. Auch Fertigkeitspunkte verbessert. Und mehr habt ihr gar nicht verpasst. So. You Moin. don't look so good. You might want to get some antibiotics for that. So, die Knarre konnten wir uns ja nicht leisten, richtig? Ey, Antibiotika. Ah, das brauchen wir also auch nicht mehr. Großvaters Mondschein. Ah ja. Wo sind denn hier Waffen? Werkzeuge, Waffen. Oh, ein Amboss. Kochtopf hatten wir jetzt schon, brauchen wir nicht mehr. Eimer. Ein leerer Eimer kann mit Wasser gefüllt werden, womit es transportiert werden kann. Okay. Aber was dann? Wir kaufen den einfach mal. Wasserfilter. Oh Gott, 2000. Ach du Scheiße. Ja, so viel habe ich leider nicht. Ja, schade. Wir wollten wegen der Pistole gucken. Wo ist denn die jetzt? Bauplan vergrößert. Oh, Robotikdrohne. Schrot, Big Hitters. Können wir ein paar Pilze kaufen? Ach, guck mal, hier haben wir generell Nahrung. Aber ey, jetzt mal ohne Witz. Die Pistole ist nicht mehr da. Das ist belastend. Die Munition bringt uns nichts. Wir brauchen die hier, die großen Patronen. Da hat die auch nicht. Boah, dann hat die hier wahrscheinlich jeden Tag auch was anderes. Na, das ist ja jetzt nicht so prickelnd. Na gut, egal. Hab schon lange zu lange rumgeguckt. I hope you get feeling better. Wir wollen eine Quest machen. Stufe 1, abholen. Beseitige Zombies. Wir machen mal abholen. You need some work? I need some Einer commissions. unserer Agenten musste eine Lieferung hier verstecken. Bla bla bla. Besorgt die Sendung und bring sie zu mir zurück. Ew. Hurry back soon, and I'll have a nice reward for you. Das machen wir mal schnell. So, müssen wir hin. Da in die Richtung. So, da lungert noch ein Zombie rum. Moin, Kumpel. Ich will den Speer haben. Hau ab. Ciao. Oh, wir haben Durst. Naja, noch haben wir ein bisschen was. Jetzt gehen wir erstmal da hinten hin. Ja, komm, wir hauen uns erstmal ein Wasser rein. Oder wie Monte sagen würde, ein Jiggy Jagger Jugo Jackson. Wenn wir Fortnite spielen würden. So. Dann kann der Kumpel erstmal trinken. Begib dich zum Sammelpunkt. Oh, ich bin davon an dem. Hier ist ein Krankenhaus in der Stadt, an dem bin ich vorbeigelatscht. Alter, also da waren einfach sechs so eine Zombie-Köpfe, wo ich das gerade oben rechts da sehe. Einfach sechs. Warte mal, hier war irgendwo ein Fluss. Ich würde gerne mal diesen Eimer voll machen. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie am Feuer daheim dann irgendwie befüllen können oder was. Das würde mich mal noch interessieren. Hier ist dieser Fluss da unten. Da jumpen wir jetzt mal rein. Hallo, Kumpel. Scheiß auf die Ausdauer.
So, wo ist denn der Eimer? Das will ich jetzt mal probieren. So. Das ist auch wie bei Minecraft. Naja, anscheinend ist es da jetzt drin. Doch, da ist irgendwas drin. Naja gut, wir lassen ihn einfach mal da, wo er ist. Kommen wir jetzt hier wieder hoch. Ja. So, was müssen wir denn jetzt hier holen? Da weg schon die ersten Kumpels wieder. So. Da müssen wir mit Sicherheit jetzt rein. Jetzt müssen wir das hier suchen. Drinnen bleiben. Das Dumme ist, ich habe jetzt schon viele Treppe wieder im Inventar. Wenn wir jetzt hier ein paar schöne Sachen finden, wird es wieder schwierig. Was ist das denn? Ich habe gerade nichts gesteuert und bin auf dem rumgetanzt. Frag mich nicht warum. Ich habe schon mal so eine Quest gehabt, wo ich irgendeinen Krempel da suchen musste. Alter, das war voll der Krampf gewesen. Das war in so einer Bauruine. Da musste ich da übelst ganz komisch rumklettern und sowas. Einmal Wasser, sehr gut. Da jemand? Nee. Ein bisschen Kloakenwasser. Das schmeckt immer am besten von allem. Was war das? Oh Gott, wer ist das denn? Moin Kumpel! Du kriegst einen mit der Flinte. Das interessiert dich gar nicht, schade. Oh Gott, wer ist er denn? Oh mein Gott. Du kriegst noch mal einen mit der Flinte, Kumpel. Ja, da die Fettplauze da. Einmal McDonald's zu viel, würde ich sagen. Oh. Ich will den Kopf treffen, dass wir die so viel Muni verschwinden. Ach du Scheiße, Alter. Wer ist er denn? Oh, der nächste Viech. Oder Viecher. Na, meine Schüsse angelockt, ihr Penner. Die kleinen Arschkrampen. So, naja, schade. Haben wir schon wieder Munition verschwendet. Umso weniger bleibt uns für den Blutmond. Ist doch schön. Ist der tot? Nee. Stopp, Kumpel. So. Oh Gott, Alter. Mit dem Opfer habe ich ja gar nicht gerechnet, ey. Ach du, hab ich voll erschrocken, Alter, wo der kam, der Fettsack. Heilige Scheiße. So, wir waren hier am Looten. Hatten wir jetzt hier noch irgendwas mitgenommen, was da drin war? Ah, hier war bloß Papier drin. So, hier Bücher. Oh, Handgriff. Für irgendwas. Okay, nice. Brauchen wir nicht. Da ist nichts. Gut. Okay, dann haben wir das auch. Ach, guten Tag. Einer mit so einem scheiß leuchtenden Augen. Ich freue mich. Warte mal, das ist mir zu heiß hier. Oh Gott. Ja, ciao. Hey, ihr Hurenkinder, Alter. Ah, Mann, ey. Diese blöden Kackfratzen mit diesen leuchtenden Scheißaugen immer, ey. Mann, kotzen. Verpisst euch. Boah. Schön eingekesselt von den Wichsern. Mann, ey. Mann, ey. Die alten Kackbratzen. Ja, da sind wir gleich wieder. Perfekt. Und da ist der nächste Homo, bevor du mir den Weg versperrst. Danke. So, das ist das, du Huren. Du sollst dich verpissen, Mann. Oh, so ein Huren, Alter. Ja, scheiße, das Blut war auch noch. Lass mich mal kurz verpissen hier. Ich hoffe, wir überleben es die 11 Sekunden noch.
Oh, da lebt ja immer noch, der Spast. Du sollst dich verpissen. Mann, Alter. Dann haben die nicht mal was. Dann droppt der nichts mal. Nicht mal was, so rum. So. Und they don't, ey. Ciao. So, der ist tot. Das, den hatte ich schon gelootet. Oh, da kommt das nächste Viech. Oh Gott im Himmel, was ist denn? Warte mal, wir nehmen mal das besser. Kann das irgendwas besser? Bam. Bam. Oh nee, mein Monitor will sich ausschalten. Bruder, ganz schlechte Idee jetzt. Oh Gott, so. Er bleibt an. Okay, das Messer ist ja scheiße. Am besten ist der Speer hier. So, bin im Schritt. Ciao. Warte mal, den reparieren wir erstmal schnell. Bevor der uns hier auseinanderfällt. Aber ja, wir haben den Streitkolben ja noch. Oh Gott, Alter, das war ja ein Scheiß gerade. So, wir haben irgendwie ein gebrochenes Bein oder angeschlagenes Bein. Sind hier noch mehr von den Pennern jetzt drin oder ist jetzt hier Ruhe? So, hier geht's nach draußen. Das lassen wir auch schön zu. Und hier gibt's noch was zu naschen. Ah, da wir gestorben sind, haben wir auch keinen Hunger mehr. Perfekt. Wenn wir sterben, hat es auch mal was Positives. Wir müssen dann keine Nahrung mehr suchen. So, hier ist ein Sarg. Lag da ein Zombie drin in dem Sarg? Sehr eklig. So, da ist noch ein Sarg. Oh nee, ich höre ihn schon wieder. Was haben wir hier? Nüscht. Hä, mussten wir nicht irgendwas suchen? Hat die Quest jetzt abgebrochen, weil wir gestorben sind? Ach du Scheiße. Wer sind Sie denn? Oh, ich will hier raus, Hilfe. Okay, ich dachte, der ist jetzt irgendwie ultra stark. Aber der sieht... Was ist denn, du entscheidest aber, willst du, stehst du oder läufst du auf dem Boden rum? So. So, ich glaube, dass wir das verkackt haben, weil wir gestorben sind. Das heißt, ich muss jetzt aber zurücklatschen. Ich glaube, wir müssen die Mission neu annehmen, kann das sein? Oh nee, das ist ja ärgerlich jetzt hier. Oh, 44 Nitratpulver, krass. Hm. Das gefällt mir ja jetzt überhaupt nicht. Oh. Ja, na klar. Deine Mutter. Hier will die Beine hacken. Boah, ekelhaft. Können wir was drücken? Ach, ich kann was ausmachen. Null. Ist hier noch irgendwas? Außer er? Nee. Exit. Hm. Können wir nach oben? Moin. Ja, das ist ja jetzt ärgerlich hier. Jetzt müssen wir das alles nochmal neu machen, glaube ich. Muss ich zu der Tante zurücklaufen? Der ist tot. Oder ist das Zeug hier noch irgendwo von dem, was wir da mitbringen sollen? Da ist noch ein Typ. Mehrere sogar. Oh Gott, ja, gleich drei Stück wieder. Perfekt. Oh ja. Ich habe bloß noch 18 HP. Können wir hier nicht irgendwie rauf? Oh, hier ist so viel Zeug wieder. Warte mal, wir müssen raus hier. Braucht Platz. Brauchen wir genug Platz. So, hier habe ich genug Platz. So, da kommt der erstmal nicht raus so schnell.
Hier können wir auf entspannten Basis einhacken. Ciao. Gut. Du hast voll die schimmeligen Beine, mein Freund. So ist der tot. Ja. So. So macht man das, mein Freund. Na, kommst du da nicht rüber? Na, ist aber schade. Na, blöd. Und du bist umgefallen. Irgendwas hört sich hier ganz komisch an. Ist hier noch irgendwo ein Zombie? So, tot. Der ist auch tot. Perfekt. So, okay. Dann gucken wir mal. Hier ist noch was. Ach, das geht hier kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Medizinische Handwerksfertigkeiten. Perfekt. Was ist das? Fortbits? Was machen die? 40% Schadensvermeidung. Ah ja, okay. Vitamine. Gesundheit plus 40. Oh, die können wir gebrauchen. Oh. Haben wir einfach gar nichts gemacht. Naja, schade. So. Medizinische Vorräte. Nochmal hier für uns was Schönes. So, da ist nichts. Versiegelte Kiste. Oh, eine Kapuze. Oh, was zu essen. Ja, Freunde, da muss ich leider das aber nochmal zurücklaufen und ja, mit der Tante müssen wir nochmal machen. So, noch ein bisschen Katzenfutter. Boah, ich habe wieder diese scheiß Chrysanthemen eingesammelt versehentlich. Ich wollte echt nur das Katzenfutter haben. Heck. Ist hier noch was? Da haben wir alles. So, da oben liegt noch was drauf, glaube ich. Ja, Nägel. Toll. Wichtig. Wichtig und richtig. Da ist noch was. Und dann haben wir alles, glaube ich. Ja, schön. Nur nicht schön, dass ich jetzt nochmal zurück muss. Um die Quest nochmal zu holen. Weil in der Tasche war nichts drin, die da hinten lag. Gut, naja, wie dem auch sei, komm mal nicht drum rum. Ich mach das mal schnell, Freunde, ohne euch. Und dann sehen wir uns gleich nochmal da an der Gas Station. Oder haben wir hier irgendwas im Gepäck, wovon ich nicht weiß? Und wir haben das doch mitgenommen. Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Naja, gut, ich laufe da mal hin, hol die Quest nochmal und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ich bin hier noch am Rennen. So, und dann wollen wir nochmal hier reingehen. Ach, das ist ein anderer Ort jetzt. Das ist nicht das, wo wir gerade waren. Ach, hey, okay, dann vergesst es. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Drinnen bleiben. Wahrscheinlich, weil wir rausgegangen sind. Ist es deswegen fehlgeschlagen? Was ein Scheiß, ey. Problem ist, meine Taschen sind komplett voll jetzt hier in dem Spiel. Ich kann mich kaum noch bewegen quasi. Und jetzt sollen wir dann nochmal was looten. Ach, hey. Das kann ja was werden. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja, schade, dass ich jetzt hier umsonst quasi hingelaufen bin, wenn ich das gewusst hätte. Ja, und dann versuchen wir die Quest hier mal abzuschließen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut. Bis dahin, euer Zweitakt Berliner. Ciao mit V.